Was aktuell im Rathaus los ist, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Vorm Rathaus in Münster, da war heute Morgen einiges los. Zum Teil war auch die Straße gesperrt und viele haben sich gefragt, wieso das denn? Na, dort wurde gedreht und zwar für die nächste Folge vom Münster-Tatort. Recht, wem Recht gebührt. So lautet schon mal der Titel. Und für den Dreh heute ist Kommissar Thiel, also Axel Prahl, selber auch in Münster gewesen. Moin. Axel Prahl, gut aufgelegt wie immer. Tatort Münsterdreh heißt für ihn Selfie-Shooting-Tag und das seit 20 Jahren Westfalen-Metropole mit immer gleichen Models. Ich kenne sie noch, da war sie so groß. Und hier haben wir jetzt machen wir aber drehfertig, Freunde. Nee, Leute, jetzt machen wir drehfertig und drehen. Man kommt hier gar nicht zum Drehen. Tatort Münster ist eben gefühlt eine Art Mitmacht-Tatort, heute allerdings ohne den Gerichtsmediziner. Während Mechtild Großmann als Staatsanwältin in Szene gesetzt wird, fehlt Jan-Josef Liefers. Geplantermaßen. Ja, der hatte ja nun leider Gottes gestern seinen letzten Drehtag in Köln und ist hier in Münster nicht mehr dabei. Wir sind hier in Münster leider auch nur wieder zwei Drehtage. Und klar vermisse ich ihn. Es gibt manchmal ein Jahr, wo ich Jan-Josef nicht treffe, einfach weil wir nicht im selben Bild auftreten. Das ist ja nicht so, auch Christine sehe ich manchmal ganz selten. Oder mein direkter Partner ist an sich immer Axel, weil mein Untergebener ist. Ne? Die letzte Folge kam bei Kritikern und Publikum nicht wirklich gut an. Und auch Axel Prahl hat heute noch so ein Naja auf den Lippen. Aber bei diesem Buch sind wir erfreulich normal wieder unterwegs, was mir auch sehr entgegenkommt. Also ich finde auch, jetzt können wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Und diesen Boden der Tatsachen sortiert eine neue Regisseurin. Für Janice Rebecca Ratteny ist es eine Tatort-Premiere und die auch noch beim absoluten Quotenrenner aus Münster. Bei mir war der Druck am Anfang schon hoch, klar. Aber als wir uns alle zusammengefunden haben hier und gemerkt haben, so die Chemie stimmt und das läuft gut, da habe ich mich dann irgendwann auch entspannen können. Tiefenentspannt ist auch Michael Bürke. Der Macher des Krimiführers Münster verpasst kaum einen Drehtag in der Stadt. Bei allen Details hat der Buchautor immer das Ganze im Auge. Ich finde es toll zu sehen, dass der Tatort eben hier in Münster so wahrgenommen wird, auch von den Menschen. Und dass eben meine Stadt, meine Heimatstadt, auch im Fernsehen entsprechend präsentiert wird. Das finde ich immer wieder toll. Also als Statist war ich tatsächlich noch nie dabei. Wäre vielleicht mal was. Das war jetzt das Bewerbungsding. Na, da hat's doch Pling gemacht, bestimmt auch bei der Regisseurin. Und er wäre nicht der erste Münsteraner im Heimattatort. Mechtild Großmann macht das seit Jahr und Tag. Sie ist hier geboren. Von 1 bis 9 habe ich in Münster gewohnt. Ja. Sie erzählte mir nämlich gerade, dass sie sich noch erinnern kann, als dieses Rathaus hier eröffnet wurde. Ja, aber das wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut. Und ich bin schon wahnsinnig alt, das war 1871. Achtung, wir drehen wieder. Straße zu, bitte. Deshalb Spaß beiseite. Der neue Tatort Recht, wem Recht gebührt, soll ja noch in diesem Jahr ins Erste kommen, wenn denn mal gedreht werden kann in Münster. Okay, Leute, wir müssen jetzt an die Glocken aufhören. Nicht mehr, wir machen jetzt weiter. Tschüss.